Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir sind hier mit dem Franklin gerade beim Vanilla Unicorn. Und wir haben in der letzten Folge einen Raubüberfall gemacht. Und wir müssen jetzt in dieser Folge zum Michael. Das machen wir auch gerade. Wir fahren sich schnell zu ihm rauf. Jetzt muss ich schauen, wo haben wir hier das Auto vom Franklin. Und das steht bei ihm daheim. Oh, das Taxi. Wie kann man es rufen? Ah, fuck, ich weiß nicht. Ah, es ist gegangen. Es ist gegangen. Nice. Ja, easy, nehmen wir das Taxi. Hey, my man, where are you going? Und immer läuft natürlich da eine spanische Musik. So. Also, wir gehen jetzt schnell kurz zum Michael. Und machen dort die nächste Mission. Und dann gucken wir mal, was sonst noch passiert. Oh, ich sehe gerade, dass meine PS gerade jetzt da umgeht. Also PS3, nicht PS4. PS3 habe ich auch noch da oben. Und sie steht so schief. Aber ich hoffe, sie bleibt jetzt noch in dieser Aufnahme so, wie sie ist. Und geht nicht um. So. Hallo? Was war das? Ja, wir schauen mal, was jetzt auf eine Mission kommt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist auch da, wo wir zum Trevor dann switchen. Oh! Hey, there you are! What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did! Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. He's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to have escaped with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high, but that don't make it right! Leave it, Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck!
Gut, also jetzt haben wir wieder beim Trevor. Und dann machen wir weiter. Mit ihm jetzt. Und jetzt können wir da mal ein bisschen umschauen in seinem Auto. Beziehungsweise, jetzt muss ich Musik wegnehmen. Remember to wipe. Noch Fettis. Also, gut, wir fetzen jetzt ja da eigentlich um den Almus-Sitz. Gehen wir ja da ein bisschen Sandy Shore bzw. Plain Country ein bisschen auschecken. Oder wie sagt man? Erkundschaft oder wie auch immer das Wort heisst. So. Also, ja, ich würde mal behaupten, wir springen sonst einfach mal besten führen zum nächsten Punkt, wo es dann weitergeht. Obala, zwischendurch. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Da einen werden auch wieder, das ist eben dann der hure lange Marathon, Triathlon, den man muss machen. Aber ja, wir fährt jetzt mal dafür und dann kommt dann die nächste Cutscene dann. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Now, Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, what? No, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. So. Also, jetzt müssen wir sie hier verfolgen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, abschießen darf ich sie nicht. Ich muss ihnen einfach ja, genau, folgen dem Lieferwagen. Ah, aber nur dem Lieferwagen. Also, könnt ihr rein theoretisch die Dörfer abschießen? Ah, jetzt geht auch ein Jeep kaputt. Ist auch noch witzig. Vor der anderen habe ich abgeschossen, aber der Jeep ist noch nicht kaputt gegangen. Es ist echt schwierig, schiessen in der Ego-Perspektive und gleichzeitig fahren. Der andere darf auch noch treffen. Es. Oops. Alrighty, Root. Now we just sit on this guy till he gets to them. I can't see us taking out all the bikers this go, boss. I mean, so, also gut, jetzt haben wir auch schon mal zwei abgeschossen, da haben wir nachher weniger zu tun. Nehmen wir den Sprung da vorne, der kommt doch jetzt, oder? Der, wo der Bagger steht. Yeah, man. Nice. Ja, Trophäe. Ja, vielleicht haben wir dann nachher Gold und Dingens, wenn die Mission abgeschlossen haben. Do we know where they're going yet? I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chuck to finish that. We do this now, Ron, all of us. Oh, right on top. Jesus! Oh, Alter, ich meine, keine Fahrt in die Tabe. We're right on these bricks. Ah, und da geht mein Akku fast wieder leer, wie immer. Ich nehme mich echt wundern, wie dann Dings für die GTA 5 auf der PS5. Also ich glaube es ja nicht, dass sie da einen enormen Vorsprung an Grafik und Technik vom Game oder Spielart reinhauen. Aber ja, ich würde mich über ein GTA 6 eher freuen, sage ich mal. Ach scheiße, jetzt haben wir ja nur wieder eine Pistole da. Come on, so. Manchmal ist es ein bisschen blöd, es ist schwer scheiße zum Schiessen, aber es ist so fein ist zum Einstellen.
Können wir mal ein bisschen führen da. So. Geht der her? Da kommt der Schrotflint auf mich los da. So. Habe ich keine Munition mehr? Ah, keine Munition mehr, okay. Aber manchmal ist die Steuerung in der Ego-Perspektive ist einfach so schwierig manchmal. Und einfach nicht so geil. Third Person spielt sich viel besser. Schrupplin kann echt weit schiessen, ey. Bunny! Hör auf! What the fuck, Alter? Oh mein Gott, hat er mir einen Headshot gegeben oder was, dass ich gerade weg war? Nein, ist da drei eigentlich. Ah, das ist die ganze Mission. Ja, jetzt bin ich gerade voll nicht mehr rausgekommen. Ups. Da. Wieso ist vor das Auto so schnell explodiert? Und jetzt schiesse ich mit einer verdammten Schrotflinte drauf und es explodiert einfach nicht so schnell. So. Alter, wer schiesst mich da so ab? Ich bin schon wieder fast tot, Mann. Wurde mir zum Zielen, Mann. Das ist so. Kann man das einstellen, dass es ein bisschen präziser ist? Steuerung. Da ein bisschen die Empfindlichkeit rauf tun. Zielempfindlichkeit, habe ich mal alles raus. Ego-Perspektive bei Zielen umschauen. Ich nehme das mal runter da ein bisschen, so. Vielleicht ist es jetzt besser. Jetzt wird es sich ein bisschen besser. Ah, okay, ich drücke einfach mal. Also gemeint, ich bin da für einen kurzen Moment gemeint, ich bin im CBD rein, drückt einfach mal drin. Wow! Alter, das Zeug auch sehr schnell wegfliegt. Wow, bin ich abgelenkt gewesen. So, ich die Spezialfähigkeit aktivieren, weil wir dann nachher ein wenig Schaden, den wir nehmen. Wo ist da einer? Okay, die flüchten ja jetzt. Come on! Es ist aber schade, dass sie die spawnen. Ich würde ihnen gerne den Arsch aufreißen. Kann ich dir etwas geben? Soda? Snacks? Nein? Geh in den fucking Truck! So, okay, dann halt nicht. Dann lassen wir sie halt davon kommen. Wade? Was machst du still doing here? You said... I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? Oh, yeah, pick me up some sticky bombs. Okay, so, also, da haben wir das mal abgeschlossen, da. Cheebe ist wieder drinnen, komischerweise, aber es ist kaputt. Jetzt gucken wir, ja, wieso müssen wir neu starten? Da gibt es einfach kein Gold. Und jetzt gehen wir. Wo gehen wir jetzt her? Ah, jetzt gehen wir zu dem anderen Typ. Ja, stimmt. Das ist im Wohnwagen. There he is! Let's wake him up! What? With the truck? No, come on! But the Protego runs the whole county! You don't anymore!
Let's go! Yeah! Und schön ins Bächli, aber. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. No! So, haben wir ein Füßchen. Come on, T, let's go. So, also, dann fetzen wir jetzt wieder zurück zum Ron seiner Hütte her. Also, der wohnt ja gerade noch neben dem Trevor. Und dann haben wir eigentlich hier die erste Mission mit dem Trevor schon abgeschlossen. Jetzt haben wir ja alle drei Charaktere freigeschaltet und da geht es eigentlich jetzt schon relativ gut vorwärts. Ich weiß gar nicht, wie viel die Folge das ist. Ich tue ja meine Folgen nie nummerieren, aber ich glaube, wir sind schon ziemlich gut dran. Wir halten uns da noch schön, was soll ich sagen, an den Zeitplan. Nein, das ist auf die Fahrt ja gar kein Zeitplan, aber wir tun nicht gross rumtädeln und das finde ich auch gut. Würde ich nur das Gameplay oder das Let's Play einfach unnötig in die Länge ziehen. Genau, so. Also, dann würde ich mal sagen, wir würden, nachdem dass wir die Mission beendet haben, auch das Video beenden. Dann haben wir die erste Folge durch da wieder, seit langem. Tut mir leid, dass lange keine Videos kommen. Aber, ja, ich sage halt immer ja nicht viel Zeit, das ist leider auch so, ich habe momentan leider, oder ich habe viel nicht Zeit zum Aufnehmen manchmal. Außerdem muss ich halt wirklich auch so ein bisschen im Mood sein zum Aufnehmen. Und außerdem ist halt momentan so Streamen, so da, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache. Darum ist das eigentlich noch eine coole Alternative noch. Get out of the car, Ron! Any time to think! Run! So, also gut, dann haben wir die Mission abgeschlossen. Das ist WC, Mann, Alter. Hure Wüste, alles hat. Was heißt das? Legs to the. Was? Legs to the max, Alter. Was da alles hat, Mann. Eigentlich ist so. Ist eigentlich schon geil, was so Rockstar so für Detail Verliebtheit hat und so. Bin gerade am Duschen. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Gut, also, Alter, das hat mal echt seine Hütte mal aufräumen, ein bisschen. Da ist hure Wüste alles so. Blech. Einfach alles verdammt gruselig aus. Ja. Aber gut, dann würde ich mal sagen, wär's das mit dieser Folge von GTA 5. Wir haben jetzt eben den Trevor freigeschaltet und können jetzt auch hier weitergamen mit dem Trevor. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen in der nächsten Mission zum Mr. Chang und dann schauen wir mal, was dort passiert. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch wenn ihr das Video teilen natürlich und sonst kennen wir es dann einfach im nächsten Video wieder. Weitere Links zu allem, Twitch, dies, das, ihr wisst Bescheid, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Tag und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. Schönes Tagli, what the fuck, ciao!